Namaste und herzlich willkommen. Ich bin Tobias von Yoga Previ. Hallo. Ich möchte dir mit diesem Video eine Yoga-Praxis schenken, die dir helfen kann, von Herausforderungen, die der Tag so mit sich bringt, oder auch vom Stress, der im Tagesverlauf immer wieder uns begegnet, loslassen zu können. Ja, das ist eine Yoga-Praxis, die besonders für den Übergang in den Abend geeignet ist, wenn nicht mehr viel vor dir liegt, aber so ein großer Teil des Tages eben schon hinter dir ist. Mit all den Erfahrungen, die da auf dich einwirken, den Begegnungen mit anderen, den Herausforderungen, denen du dich stelltest, den Rollen, die du eingenommen hast und eben all dem, was da war. Und das Video soll dir helfen, am Übergang zwischen dem Berufsleben, zwischen den aktiven Teilen des Tages hin zu dem entspannten Teil des Tages und des Abends, dir eine Unterstützung zu geben. Wir werden eine sehr unkomplizierte und bodennahe Yoga-Praxis einfach erfahren können. Du brauchst nicht viel, du brauchst vielleicht nur ein bequemes Sitzkissen, das dir eine Unterstützung geben kann. Und ja, einfach einen Moment für dich, das ist das Wichtigste. Und dann würde ich sagen, wir probieren es aus, rollen die Matte aus und treffen uns dort wieder. Ja, dann such dir bitte einen gemütlichen Sitz aus. Und das wird dann besonders gemütlich, wenn du wirklich ein Sitzkissen nutzt, auf dem du dich orientieren kannst und das dir eine Basis bietet. Denn je höher du kommst mit dem Becken, desto leichter fällt es den Hüftgelenken, sich zu entspannen. Gut, wenn du einen gemütlichen Sitz gefunden hast, dann lass uns für einen Moment einmal ganz sanft die Augen schließen. Und das ist schon die erste Einladung für dich, einen Teil dessen loszulassen, was dich an Eindrücken noch umgibt. Stell dir vor, dass um dich herum ein Raum der Ruhe entsteht. Ein Raum, in dem du sein kannst, wie du eigentlich bist. Ohne dass irgendjemand was von dir will, ohne dass du Erwartungen oder Rollen einnehmen musst. Es ist einfach ein Moment für dich. Und lass uns einen Weg beschreiten, der uns wieder in den Körper zurückbringt. Ja, tagsüber, wenn wir nach außen orientiert sind, dann sind ja alle Sinne wirklich nach außen gezogen. Die werden weg von uns selbst gezogen. Und wie selten haben wir da Zeit im Alltag, uns selbst wahrzunehmen. Ich verstehe das jetzt als eine Einladung, einfach mal wieder die Sinne zurückzuziehen zu dir selbst. Um dich zu spüren. Ja, beginn deinen eigenen Körper wahrzunehmen. Einfach zu fühlen, wie du jetzt hier sitzt. Du kannst sicherlich gut dein Becken fühlen, dass die Unterlage berührt unter dir. Aber gönn dem Becken die Möglichkeit, dass es ein wenig satter nach unten sinkt. Dann stell dir vor, wie die Erde dich trägt. Und gib ein bisschen mehr Gewicht mit dem Becken zur Erde ab, sodass die Erde dich noch besser empfangen und tragen kann. Dass du darauf vertrauen kannst, dass die Erde dich trägt. Fühl dich getragen, fühl dich gestützt. Und lass jedes Ausatmen nach unten sinken, in deinen Beckenraum und tiefer in den Raum der Erde unter dir. Mal ganz bewusst nach unten ausatmen. Und damit Anspannung abgeben, Gewicht abgeben. Einfach ankommen, mit jedem Ausatmen. Dann nimm auch den Oberkörper wahr, der sich sanft aufrichten kann. Stell dir vor, du wirst innerlich leichter und beginnst ganz liebevoll nach oben zu wachsen, dich ein bisschen mehr aufzurichten und wieder zur Größe zurückzufinden, die du eigentlich hast. Nach oben einatmen, stell dir vor, du wirst leichter, du wächst nach oben,
und nach unten ausatmend verbindest du dich wieder mit der Erde. Und gönn dir einfach einen Moment, um mal durchzuatmen. Na, tief einatmen, nach oben wachsen. Tief ausatmen, nach unten erden. Und nochmal mit einmal ganz tief und fein einatmen. Und tief ausatmen. Dann ist die Atmung wieder frei und stell dir vor, du wirst geatmet. Es braucht keine Kontrolle, es braucht kein willentliches Lenken der Atmung. Lass sie freilassen, du wirst geatmet. Und dann beginn die Augen bewusst wieder zu öffnen. Ja, und gönn dir die ersten kleinen Bewegungen, dich immer so ein bisschen räkeln, sodass es für dich wohl anfühlt und schön wird. Wir nutzen eine kleine Sequenz, um die Vorderseite unseres Körpers wieder zu entfalten, die im Alltag tendenziell eher etwas gestaucht ist. Und da bitte ich dich einfach, die Hände nach hinten zu bringen. Du kannst deine Hände am unteren Rücken aufstützen, du kannst die Hände aber auch auf das Kissen aufstützen. Oder wenn du ein bisschen tiefer eintauchen möchtest, auch die Hände hinter dir zum Boden bringen, vielleicht auf die Fingerkuppen oder auf eine Faust jeweils. Roll die Schultern sanft zurück und spüre, wie die Schulterblätter sich jetzt annähern. Jetzt zieh die Schulterblätter auf dem Rücken zueinander und dann saug sie in den Brustkorb und heb darüber dein Brustbein nach vorn hoch. Es wäre da so ein kleiner Faden befestigt, der dein Brustbein nach vorn oben hebt. Und immer wenn du einatmest, dann wird leicht, schenkt dem Brustkorb eine innere Weite. Und wenn du ausatmest, dann lass dein Becken wieder schwer werden. Einfach durchatmen, die Vorderseite deines Körpers. Und nochmal mit dem Einatmen deinen Herzraum nach oben tragen. Ausatmen, ein bisschen mehr entspannen. Dann richte dich langsam wieder nach oben auf. Und bring die Arme nach oben. Und probier mal den rechten und linken Arm ein bisschen höher zu ziehen. Und dich nach oben zu räkeln. Mach eine Seitbeuge nach rechts, stütz die rechte Hand neben dir auf und neig dich nach rechts. Und lass deine linke Hüfte etwas schwerer ankommen und entspann dich in die Seitbeuge nach rechts. Und du kannst gerne die Augen schließen, wenn du das magst, und wieder ein Gespür bekommen für deinen eigenen Körper, für das, was hier geschieht. Für die linke Seite, die sich jetzt angenehm sanft streckt. Lass dich in diese Dehnung hineinsinken. Ja, vom linken Hüftgelenk entsteht ganz viel Raum bis hoch in die linken Fingerspitzen. Lass diesen Raum atmen. Ja, kannst du spüren, dass du, wenn du einatmest, den linken Rippenbogen auffächerst und wenn du ausatmest, in die Länge fließt und dich entspannst. Du kannst gerne auch kleine Mikrobewegungen suchen. Mal bewusster wahrnehmen, was du hier dir schenkst, was hier geschieht. Und dann richte dich langsam wieder auf, bring beide Arme nach oben, streck dich ganz sanft links und rechts mal ganz groß nach oben, vergleich die Seiten miteinander. Und dann die Seitbeuge nach links, die linke Hand aufsetzen, neig dich sanft nach rechts, nach links. Lass deine rechte Hüfte schwer werden. Und spür die Dehnung der rechten Seite. Ah, diese Größe, die von unten, rechts unten, vom Hüftgelenk bis hoch in die Fingerspitzen strömt. Für Möglichkeit zu wachsen. Aber auch zu atmen. So fächer mit dem Einatmen die rechten Rippenbögen auf. Gönn dir einen Moment im Ausatmen, um loszulassen. Und vielleicht sind kleine Bewegungen für dich schön, dich mal wieder in den Körper zu räkeln. Und zu spüren, wo Bewegungen auch wertvoll sind. Ja, und dann komm wieder nach oben zurück, nochmal die Arme nach oben räkeln.
Schenk dir ganz viel Größe, die Größe, die du hast. Und dann bring die Hände wieder zurück nach unten. Und beweg gern sanft einmal die Schultern durch. Mach gern den Kopf. Und sei da ganz geschmeidig in den Möglichkeiten, die du hier findest. Gut. Bitte dich jetzt, die rechte Handfläche sanft nach unten zu schieben, die rechte Schulter zu senken und den Kopf nach links zu neigen. Dann kannst du gut spüren, wie die gesamte rechte Nackenseite sich streckt, wie Muskelfasern sich langziehen. Und dann such mit kleinen Kopfbewegungen ganz liebevoll Fasern, die sich noch ein bisschen mehr strecken dürfen. Also such feste Bereiche. Und wenn du da was findest, so eine feste, so eine gespannte Struktur, dann verweile da ein paar Atemzüge. Genieß dabei die Atmung. In Ruhe wieder auf, komm zurück. In den Seitwechsel, die linke Handfläche nach unten schieben. Dann zieht die linke Schulter sich etwas nach unten zurück und du neigst den Kopf nach rechts. Und da entstehen schon die ersten dehnenden Fasern hier im Schulterbereich. Das ist der absteigende Ast des Trapezmuskels. Und wenn du sanft mit kleinen Kopfbewegungen dich auf die Suche begibst, findest du bestimmt die ein oder andere verspannte oder feste Struktur. Wenn du da so ein Gefühl hast, dass da so an bestimmten Stellen so Fasern fest sind, dass da so ein Zug entsteht, dann verweile da ein paar Momente. Geh immer wieder neugierig auf Entdeckungsreise. Wieder zurück zur Mitte, ganz sanft bewegen. Bitte dich jetzt einmal, wenn du die Beine verschränkt hast, das andere Bein nach vorn zu bringen. Und komm wieder entspannt an, lass dein Becken schwer werden. Und dann bring die Hände bitte nach vorn und beginn in Ruhe nach vorn zu wandern. Und stell dir vor, du verneigst dich einmal ganz liebevoll vor dir selbst. Und dann spür für dich, wo jetzt eine gute Möglichkeit ist, mal Rast zu finden. Das kann sein, dass du einfach auf den Händen aufgestützt bleibst, die Dehnung spürst im unteren Rücken, aber auch im Hüftbereich. Lass das Becken immer wieder schwer werden, lass es ganz satt ankommen. Und wenn du das Gefühl hast, dass da dass ein bisschen mehr möglich ist, dass du tiefer eintauchen möchtest, dann kannst du weiter wegkrabbeln, vielleicht auf die Unterarme dich aufsetzen. Manchmal ist es auch einfach bequem, die Hände übereinander, mit Fäusten übereinander zu stapeln und die Stirn abzulegen. Oder wenn du die Flexibilität nutzen möchtest, du kannst dich auch einfach ganz lang ablegen. Finde deine Möglichkeit, in der du ein paar Momente verweilen möchtest. Und lass um dich herum so ein Feld der Ruhe entstehen. Ein Feld des Vertrauens und der Geborgenheit. Genieß die Atmung im Rückenbereich. Und lass mit der Ausatmung Spannung los, besonders in den Beinen, in den Hüftgelenken, im unteren Rücken.
einfach tief atmen. Dann komm langsam wieder zurück nach oben. Lass dir Zeit dabei. Und dann beginn die Beinposition wieder zu wechseln, also nochmal das andere Bein nach vorn zu bringen, wieder bequem anzukommen. Lauf ein zweites Mal nach vorn. Genau dahin, wo es für dich jetzt komfortabel und gut ist. Dann lass dich hier in die Dehnung der Hüfte sinken. Und nimm diese Seite wahr. Und schick die Atmung durch den Rücken hindurch nach unten in den Beckenraum und von dort in die Hüfte. Und gib mit jedem Ausatmen Anspannung zur Erde ab. Aus dem Körper, aber auch aus dem Geist. Genieß den Moment. Komm auch immer wieder zu dir zurück. Zum Erfahren und Spüren des Körpers, zum Erleben und Lauschen deiner Atmung. Dann komm wieder zurück nach oben und wechsel für einen Moment in den Vierfüßler. Zu einer Sequenz aus Katzenbuckel und Pferderücken. Für den Katzenbuckel rollst du dich sanft ein. Für den Pferderücken tauchst du mit der Wirbelsäule nach unten ein, hebst den Raum deines Herzens nach vorn an, bringst den Blick nach vorn. Mit dem Ausatmen zurück in den Katzenbuckel einrollen. Mit dem Einatmen zum Pferderücken gleiten. Mach noch 3, 4 Runden. Ganz weich und geschmeidig durch den gesamten Rücken hindurch. Beginn am besten immer am Becken. Und vom Becken in den Rücken, in den Schulterbereich bis hin zum Kopf. Und spür die Bewegungswelle, die vom Becken durch den Rücken fließt. Komm in einem neutral langen Rücken wieder an, im Vierfüßler. Erde die linke Hand und wenn du einatmest, bring die rechte Hand über die Seite hoch. Schau gern der Hand nach. Wenn du ausatmest, dann schieb die Hand nach links hinweg. Komm mit der rechten Schulter ein bisschen tiefer Richtung Erde. Einatmend nach rechts aufdrehen. Ausatmend den Arm nach links fädeln. Das kannst du immer in eine andere Richtung machen. Das sind immer schöne, wertvolle Impulse für den Schulterbereich. Noch 2 Runden. Dann gönn dir Zeit. Leg dann beim nächsten Mal den Arm bitte nach links ab. Leg die rechte Schulter zur Erde ab. Es gibt 2 Möglichkeiten. Du kannst mit der linken Hand gerne neben dem Kopf aufgestützt bleiben, die Hand sanft nach unten drücken und dich nach links drehen. Oder du bringst den linken Arm von dir weg. Lass dich in diese Drehung schmelzen. Einfach mit der Ausatmung da hineinfließen. Und dann komm wieder zurück. Lande im Vierfüßler.
und die rechte Hand gut erden. Mit dem Einatmen den linken Arm über die Seite nach oben bringen. Mit dem Ausatmen den Arm nach rechts verheddeln. Nochmal einatmen, nach links aufdrehen. Aus, nach rechts einschrauben, vielleicht den Arm in eine andere Richtung schieben. Noch zweimal beginnen. Ganz in der Ruhe, die für dich passt. Und hier beim zweiten Mal, leg einfach die linke Schulter zur Erde. Du kannst gern die rechte Hand neben dir aufstützen, sanft in den Boden integrieren. Dann kannst du dich etwas nach rechts drehen dadurch. Oder du krabbelst mit dem rechten Arm nach vorn und streckst angenehm die rechte Seite. Egal wo du bist, lass dich in die Haltung schmelzen. Und nutzt die Ausatmung, um Spannung loszulassen. Komm langsam wieder zurück in den Vierfüßler. Und kurz zum Sitzen. Und dann auf den Rücken bitte. So, leg dich in Ruhe zur Erde. Dann lass die Füße aufgestellt und zieh dein rechtes Knie ran, greif mit beiden Händen den Oberschenkel und schieb dein rechtes Bein nach oben. Und beginn das Bein ein bisschen mehr zu strecken, wenn die Ferse weiter hochschiebt. Du brauchst es nicht übertreiben. Einfach so die Möglichkeit nutzen, die du jetzt hast. Dann stell dir vor, du schiebst den rechten Oberschenkel gegen die Hand nach vorn und schiebst die Ferse hoch. Mach nicht das Maximum dessen, was möglich ist, sondern das, was für den Moment jetzt gut ist. Du kannst es ja immer danach steuern, wenn du mehr magst, einfach mit dem linken Fuß Schritt für Schritt nach vorn kommen oder das linke Bein am Boden ablegen. Schick die Atmung in diese dehnende Struktur. Mit jedem Ausatmen hast du die Möglichkeit, ein bisschen mehr dich zu strecken. Mal tief atmen. Das wieder aufstellt, beide Füße auf. Ja, die Beine ganz locker ausschütteln. Dann zieh das linke Knie ran, greif den Oberschenkel. Schieb die linke Ferse langsam nach oben und spür, wie das Bein sich streckt. Die Fasern der Beinrückseite sich dehnen. Ja, nicht zu viel machen, dass es doch deutlich, aber noch angenehm ist. Und atmen. Lass das Becken erden. Und wenn du das Gefühl hast, da möchtest du mehr machen, nicht weil es der Kopf verlangt, nicht das Ego, sondern wirklich aus der Erfahrung des Körpers heraus, dann kannst du immer noch den rechten Fuß Schritt für Schritt nach vorne bringen oder das rechte Bein ablegen. Und lass dich in die Dehnung schmelzen, wenn du ausatmest. Gib ihr nach. Einen Moment die Atmung genießen, die Dehnung fühlen und dann löst wieder auf, stell beide Füße auf, schüttel die Beine aus, dann breite die Arme aus, versetz dein Becken eine gefüllte halbe Breite nach rechts und lass die Knie nach links sinken und versetz den Kopf ein Stück nach links und roll ihn auf die rechte Seite und dann kuschel dich in diese Drehung, mach es dir gemütlich. Komm genau da an, wo du das Gefühl hast, du magst hier bleiben.
und du bist richtig, wenn es sich gut anfühlt. Und wenn du die Erfahrung machen kannst, dass im Lauf des Verweilens alles weicher wird und du immer mehr in die Drehung schwindest. Schenk dem Geist eine innere Stille. Und bring seine Aufmerksamkeit zur Atmung. Wo nimmst du die Atmung jetzt am meisten wahr? Was geschieht in deinem Körper? Wieder zurück zur Mitte. Mit dem Becken zur Mitte der Matte zurück. Von dort eine gefüllte halbe Breite nach links und die Knie nach rechts. Versetz den Kopf etwas nach rechts und wende ihn dann nach links. Dann kuschel dich in diese zweite Seite. Mach es mindestens genauso gemütlich wie eben auch. Und wenn du genau da bist, wo du sein möchtest, können die Augen sich schließen. Kann der Blick nach innen sich öffnen. Beobachten, was hier geschieht. Wie du mit allen Fasern deines Körpers hineinschmilzt. Nimmst du jetzt die Atmung am meisten wahr? Schritt für Schritt wieder zurück zur Mitte, auch mit dem Becken zurück. Und lass die Beine ausgleiten, leg die Arme hinter dir ab und wenn du einatmest, dann räkel dich sanft in die eigene Größe, die Größe, die du hast. Finde sie an diesem Teil des Tages wieder und wenn du ausatmest, dann erlaub dir, dich in diese Größe zu entspannen. Nochmal bitte mit dem Einatmen wachsen, ganz groß werden, die wahre Größe finden. Mit dem Ausatmen in sie entspannen und ein letztes Mal mit dem Einatmen noch ein bisschen mehr wachsen. Stell dir vor, du wächst über dich hinaus und ausatmend entspann dich wieder zur Erde. Dann bring hier im Liegen die Hände zu Namaskara Mudra, die Handflächen zueinander. Und dann leg die Daumen auf deine Stirn. Kreier wieder einen Moment an der Stille. Kreier ein Feld um dich herum, ein Feld der Ruhe, der Geborgenheit und des Vertrauens. Es ist ein geschützter Raum für dich, in dem du so sein kannst, wie du bist. Du darfst so sein, wie du jetzt bist. So ist das gut. Thank you.
und stell dir vor, dass dein gesamtes Gesicht und deine Gesichtszüge weich werden. Entspann deine Stirn. Lass den Raum hinter der Stirn weit werden. So dass sich ein Raum einer inneren Stille öffnet. Einfach nur genießen. Und der Atmung lauschen. Sie trägt dich in diesen Raum der inneren Stille. Genieß einen Moment, um wieder bewusster durchzuatmen. Ja, lass deinen gesamten Körper am Atmen teilhaben. Dann beginnen kleine Bewegungen zu integrieren und dich nach oben zu bewegen zum Sitzen. Wir denken bei Yoga oft an so ganz komplizierte Dinge, die man so im Alltag nicht macht oder die uns herausfordern. Das ist sicherlich ein Teil des Yoga. Aber manchmal ist Yoga auch schön, weil es so unkompliziert sein kann. Und weil es dir viel schenkt. Mehr Zeit für dich. Die Gelegenheit, mal wieder sein zu dürfen, wie du bist. Dich mit dir zu verbinden. Vielleicht in einen Moment einer tiefen inneren Stille einzutauchen. Ich danke dir, dass du den Weg heute mit mir gegangen bist und wünsche dir an diesem Übergang in den letzten Teil dieses Tages alles Gute. Danke für dein Vertrauen und Namaste.